Für Santos war das Fliegen seine Religion, die auf dem Glauben basierte, dass die Fliegerei die Welt vereinen kann und damit Krieg und Zwiespalt beenden wird. Traurigerweise endete sein schillerndes und hoffnungsvolles Leben mit einer Tragödie. Sein Name geriet fast in Vergessenheit. Doch als vor etwas mehr als einem Jahrhundert die moderne Fliegerei geboren wurde, war es Santos, der die Welt auf seinen schmalen Schultern in luftige Höhen trug. Alberto Santos Dumont, Vater der Luftfahrt.